Es gibt Neuigkeiten. Der Werkstattkalender 2022 ist endlich fertig. Der Kalender wird dieses Jahr genauso wie die letzten Jahre, nur ganz anders. Uns liegt Klimaschutz am Herzen. Und für uns stellte sich die Frage, wie können wir mit unserem Kalender ressourcenschonender und nachhaltiger werden? Das ist der Kalender vom letzten Jahr, auf den sind wir auch mega stolz gewesen wieder. Der hat wunderschöne Motive gehabt. Das Problem ist aber, wenn ihr es seht, er ist in Folie eingepackt. Das ist halt leider vom Einzelhandel so gefordert. Der Kalender soll ja bei euch geschützt ankommen, dass da keine Kratzer oder sonstiges entstehen. Wir haben uns gefragt, wie kann man das vielleicht besser gestalten? Ein weiteres Thema, die Rückseiten. Guckt es euch an, weiß, unbedruckt. Das verschenkt der Platz. Eine letzte Sache noch, das wäre das Material an sich. Wir haben hier eine Rückpappe, die reine Stabilisierungsgründe hat für den Transport. Aber wenn der Kalender an der Wand hängt, überhaupt gar keinen Nutzen hat. Und für uns stellt sich die Frage, wie können wir dieser Rückpappe noch einen Nutzen zuführen und das eben noch besser gestalten. Also haben wir die Köpfe zusammengesteckt und gemeinsam mit unserer Druckerei überlegt, wie können wir das Ganze umsetzen. Und rausgekommen ist der neue Werkstattkalender 2022. Und wie ihr seht, auf den ersten Blick keine Folie. Und wie haben wir das erreicht? Wir haben einfach eine verlängerte Rückpappe, die um den Kalender geklappt wird. Und so kommt der Kalender sicher zu euch nach Hause. Als weitere Funktion haben wir hier die Übersichtsseite. Und dieses Jahr könnt ihr die Motive ausschneiden und als Werkstattgruß per Postkarte an eure Liebsten versenden. Und wie ihr seht, haben wir dieses Jahr den Kalender beidseitig bedruckt. Natürlich auf Recyclingpapier und dadurch viel Papier gespart. Worauf wir besonders stolz sind, unser Kalender ist klimaneutral. Das bedeutet, ihr unterstützt den Umweltschutz mit dem Kauf eines Kalenders von uns und für welche Projekte wir uns entschieden haben, könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Den Kalender könnt ihr ab sofort im Onlineshop vorbestellen.